Ich kam 1992 nach Uschgorod, fand dort Geschäftspartner, fand Freunde und bin für sehr, sehr lange Zeit aus kommerziellen Gründen auch in Uschgorod geblieben. Ich begann, die Gemälde Künstler aus dem Sakarpatengebiet zu kollektionieren und alles zusammengenommen gab mir die Überzeugung, dass ich eine zweite Heimat hier in der Ukraine, in Uschgorod gefunden habe. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, für alle Menschen guten Willens, an Vater Juri und an alle Gemeindemitglieder, die Spenden sammelten und ständig weiterarbeiten, um diesen Kirchenbau fertigzustellen.
Der Bau der Kirche ist nicht nur körperliche Arbeit, es ist eine schöpferische Arbeit. Diese Arbeit verbindet Menschen. Sie gibt ihnen neue Kraft, um die Schwierigkeiten zu überwinden, die im Leben entstehen. Bei jedem Einzelnen und in der gesamten Gesellschaft. Dieses Gebet, das in unserer Kirche jeden Tag und an allen Feiertagen und Sonntagen gesprochen wird, das ist die Fürbitte für die uns Unterstützenden und für die, die bauen, sodass Gott das Gebet erhört und sie segne. Очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування. Церков – це создання цілі. Die Errichtung der Kirche ist eine zielgerichtete Arbeit. Es ist kreative Arbeit. Es ist die Arbeit vieler Menschen und sie verbleibt in der kollektiven Erinnerung. Nach dem Leben des Einzelnen bleibt diese Kirche für die Kinder und Enkelkinder. Und in diesem Zusammenhang ist die Kirche ein Symbol für die Übergabe der Stafette des Lebens von Generation zu Generation. Thank you.
Dostojewitsch. Nur wenn wir mit anderen teilen, was uns selbst wichtig und wertvoll ist, nur dann werden unsere Bemühungen auch Früchte tragen. Und nur dann wird unsere Opferbereitschaft angenommen. Und nur unter den Bedingungen kann man sich vorstellen, dass es Gerechtigkeit und Frieden gibt.